Die fünf Phasen des Einkaufsprozesses des Möbelkunden. Neulich fragte mich ein Leser meines Blogs, der Verkaufssteuer, immer sollen wir Verkäufer unseren Verkaufsprozess verändern. Was ist eigentlich mit dem Einkaufsprozess des Kunden? Können wir den nicht optimieren? Eigentlich eine interessante Idee. Meine Antwort aber leider nein. Können wir nicht direkt verändern. Der Kunde macht, was er will. Aber wir können dafür sorgen, dass unser Einkaufsprozess auf den Einkaufsprozess des Kunden passt wie ein Handschuh. Der Einkaufsprozess von Möbelkunden kann auf uns Verkäufer schon mal chaotisch wirken. Die Möbelhausbesucher laufen so lange durch verschiedene Häuser, bis sie zufällig vor ihrem Traumsofa oder ihrer Traumküche stehen und dann wollen sie um den Preis verhandeln. Der Kunde tut diese Absicht mit dem Kernsatz, wir wollen nur mal schauen, Kund. Dagegen will der Verkäufer sofort ein genaues Kaufinteresse erfahren. Er fragt also, wonach schauen Sie? Oder was suchen Sie Schönes? Möglichst viele von seinen schönen Möbeln zeigen und er will, dass der Kunde sich selber für eine der Optionen entscheidet. Sie sehen, da prallen zwei Welten aufeinander und es haut nicht besonders gut hin. Auf die Art werden zwar immer noch für über 30 Millionen Euro Möbel verkauft, aber es geht wesentlich besser. Zum Glück gibt es Studien zum Einkaufsverhalten von Möbelkunden. Leider wieder nicht aus Deutschland. Im Möbelhandel scheinen bei uns die Wünsche des Kunden wenig zu interessieren. Die Möbelhändler, die wissen schon, was die Kunden wollen. Nämlich immer nur den besten Preis. Die Lexington Home Brands Consumer Research Gruppe aus den USA identifizierte in einer Gruppe mit 12.000 Möbelkaufinteressenten folgende Stufen des Einkaufsprozesses. Phase Nummer 1, träumen. Die Kunden wollen sich hier von Beispielen inspirieren lassen, da sie noch keine klare Vorstellung davon haben, wie ihr Raum mal aussehen soll. Hier bekommen wir die typischen Wir wollen nur mal schauen Abfuhr, wenn wir direkt mit dem Wareninteresse oder einem Beratungsangebot ins Haus fallen. Mit dem typischen Kann ich Ihnen helfen. Phase Nummer 2, entdecken. Die Kunden besorgen sich Informationen im Internet und durch Hausrundgänge. Die Ansprache Schauen Sie nach etwas Bestimmtem, genauso wie das fatale Ki steht für Kann ich Ihnen helfen, führen auch hier garantiert zur Ablehnung. Wenn Verkäufer es nicht schaffen, in den ersten beiden Phasen den Kunden als Menschen für sich zu gewinnen, haben Sie als kleine oder mittlere Fläche einen eingebauten Nachteil gegenüber der Großfläche, die einfach mehr Ausstellung zeigen kann. Phase Nummer 3, planen. Hier kann ein Verkäufer mit guten Kenntnissen sich profilieren. Viele Möbelverkäufer im Mittelstand versuchen auch, das zu tun, leider aber viel zu früh. Die Kunden sind mit der Vielfalt des Angebots, 42% laut der Studie, mit den notwendigen Gestaltungsentscheidungen überfordert. Sie geben es nur nicht gerne in den ersten zwei Sekunden einem Fremden gegenüber zu. Der Mittelstand könnte ja eigentlich glänzen. Leider öffnen die meisten Möbelhäuser nur 20% bis maximal 30% der Besucher für ein Beratungsgespräch. Die restlichen 70 bis 80% laufen einfach nur durch oder werden durch die Key-Ansprache, kann ich Ihnen helfen, verbrannt. Phase 4, die Auswahl. Hier würden die Verkäufer am liebsten direkt einsteigen. Ein paar Varianten sind geplant und der Kunde kauft dort, wo er den Verkäufer mag und ihm traut. Oder dort, wo am härtesten die Preiskeule geschwungen wird. Phase Nummer 5, Genuss. Jawohl, das ist die wichtigste Phase. Der Kunde muss Spaß an seiner Kaufentscheidung haben und zwar direkt nach dem Abschluss, beim Warten auf die Ware, bei der Avisierung der Lieferung, beim Aufbauen und bei der Nutzung der Möbel. Nur so können wir uns von IKEA und der gesichtslosen Großfläche absetzen. Denken Sie daran, wir verkaufen keine Möbel, sondern Räume und Träume. Was machen wir mit der Information über den Einkaufsprozess des Kunden? Unseren Verkaufsprozess darauf ausrichten natürlich. Dazu müssen wir natürlich überhaupt mal einen Verkaufsprozess haben. Denn einfach nur den Kunden mit Kann ich Ihnen helfen anzusprechen und denen, die das bejahen, nach dem Zufallsprinzip möglichst viel Möbel zu zeigen, funktioniert weder die Kunden noch für den Verkäufer gut. Nach unserer Treppenmethode für den Möbelverkauf wird der Prozess in Etappen zerlegt, die den Kunden möglichst verlustfrei durch die fünf Phasen seines Einkaufsprozesses führen. Diese Stufen werden dann systematisch abgearbeitet. In den ersten drei Stufen des Einkaufsprozesses kommt es vor allem auf eins an, den menschlichen, persönlichen Kontaktaufbau. Nochmal, Menschen kaufen von Menschen, die sie kennen, mögen und denen sie vertrauen. Das ist das Erste, was wir hinkriegen müssen. Sobald der Kunde den Möbelverkäufer als Menschen kennt, mag und ihm vertraut und nicht vorher,
werden aber immer noch keine Möbel gezeigt, sondern überraschend und mit Hilfe einer Kontaktskizze, die nichts mit der späteren Planungsskizze zu tun hat, wird die Ist-Situation des Kunden ermittelt. Es geht darum, den ganzen Raum und möglichst das ganze Leben des Interessenten zu erkunden, damit wir ihm dann bei der Entscheidung helfen können. Möchten Sie mehr über Verkaufsprozesse erfahren? Dann schreiben Sie mir einfach. Oder laden Sie sich die Verkäuferfibel für den Möbelhandel herunter. Ich freue mich auf den Kontakt.